Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Roomtour. Wir haben uns mit der lieben Nati, einer Interior Designerin aus Berlin, in einem Apartment umgeschaut, welches durch seine Farben, Materialien und Muster nur vom Sommer träumen lässt. Und ja, wenn ihr auch euer Zuhause oder einen Raum in eurem Zuhause von ihr gestalten lassen wollt, dann schaut unten in der Videobeschreibung vorbei. Hier findet ihr direkt den Link zu ihrem Profil. Und jetzt viel Spaß beim Video! A Better Place. So, hallo Nati, ich bin gespannt auf das nächste Apartment. Ja. Wie man hier schon ein bisschen erhaschen kann. So mit den Türkistönen und hier mit den Palmen im Hintergrund. Wo befinden wir uns oder was ist hier das Motto? Thema, Motto ist Urlaubsfeeling ganz klar. Mit viel Palmen, bläuliche Töne, ja, Sommer einfach. Sommerspaß, Surfen. Genau, das ist hier so das Thema und auch wieder mit vielen kleinen It-Pieces, die das Besondere hervorrufen, wie diese schöne Uhr, die sich dreht, oder im Hintergrund die Affen. Ja. Da denkt man sich ja auch nicht vielleicht jedermann ins. Die waren immer weiter. Genau, ein paar besondere Elemente haben wir hier wieder auch eingebaut. Ja, auf jeden Fall. Und dann hier auch ein bisschen, wirkt auch ein bisschen wie Bambus. Es ist so aus einem. Strandclub. Genau, das ist das hier. Ja, so dass man das Urlaubsfeeling hat, auch anhand der Farben wieder, so dieses Türkis und hier auch ein bisschen wieder Stahl, um ein bisschen so ein Materialmix zu haben. Hier hinten in der Ecke haben wir so einen coolen Lounge-Sessel, auch in Türkis. Genau, dann wieder ein bisschen Holz. Und hier haben wir auch das Besondere, dass wir dem Ganzen so einen Akzent setzen wollen, durch Schwarz und ein bisschen Rattern auch, anhand von Lampen und auch, wie man da hinten so schön sieht, das Bett ist komplett schwarz, mit Rattan, gibt ja auch immer so ein bisschen Urlaubsfeeling. Ja, traut man sich oftmals dann nicht mit so vielen Materialien und Farben zu arbeiten. Richtig. Und deswegen dann erstmal ein Lookbook oder ein Moodboard erstellen. Also was ist da der Unterschied? Das haben wir so gemacht. Also Moodboard ist immer dafür da, dass man sich, das mache ich immer für die Kunden, dass ich die Muster bestelle, sei es Fliesen oder Böden. Auch Tapetenmuster kann man sich auch bestellen. Das ist nicht immer möglich, aber meistens haben die Hersteller auch kleine Tapetenmuster, die man sich ordern kann. Kann man sich vorab auch an die Wand halten. Ja. Ich habe da so ein Raster, lege mir alles schön auf meinen Schreibtisch, die Tapete, die verschiedenen Materialien und gucke, harmoniert es miteinander. Ja, das ist schon wichtig, weil man da jetzt schon zu wissen. Genau, wenn man da jetzt die Möglichkeit noch hat zu sagen, das und das harmoniert nicht miteinander, kann man ein bisschen auch variieren und spielen. Okay. Und genau. Wenn dann mal die Tapete an der Wand ist, dann. Und dann ist halt leider zu spät. Ja. Ist ja anders wie mit der Wandfarbe, da kann man auch vielleicht nochmal schnell drüber streichen. Ja. Aber wenn eine Wandtapete ist schon angebracht wird, soll es tatsächlich schon gut bedacht sein, welche man da auswählt. Genau. Genau, und dann hier in diesem Schlafzimmer auch wieder die Tapete hinterm Bett. Genau, damit es schön wirkt. Man betritt den Raum und sieht als erstes oder richtet seinen Blick aufs Bett und sieht, wow, da ist eine tolle Tapete im Hintergrund. Ist ja auch das Wichtigste hier im Raum. Genau, ist ja auch immer wieder so vorgegeben gewesen, dass wir halt hier auch ein Motto haben und die Wandtapete auch im Fokus steht. Sehr schön. Und gab es dann hier noch andere Vorgaben? Ja, eigentlich wie grundsätzlich auch das ganze Konzept von Urban Dreams, wieder besondere Elemente, also sei es coole abgefahrene Deko, die Wandtapete natürlich auch und ansonsten wieder das Schlaferlebnis. Auch wieder hier tolle Matratzen und ja, genau. Sehr schön. Und Teppich, haben wir jetzt gerade einen unter uns? Genau, den haben wir einfach nochmal schön mit eingesetzt, damit das hier ein bisschen der Bereich auch abgegrenzt ist. Das kann man immer ganz gut mit Teppichen, so einen kleinen Sitz, so eine kleine Sitzarea zu schaffen. Und ja, ist auch gemütlicher, wenn man einfach noch einen Teppich macht. Ja, auf jeden Fall. Das ist tatsächlich auch eher ein pflegeleichter Teppich. Ja. Den kann man auch waschen, weil man ja doch auch viel. Normal in der Waschmaschine? Genau, bei 30, 40 Grad. Okay. Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber den kann man auf jeden Fall waschen. Da gibt es auch Teppiche, die man auch waschen kann. Ja, sehr schön. Weil man natürlich auch viel auch Publikumsverkehr hat. Ja. Wenn man hier sitzt, hat man ja schnell auch mal dann eine sehr. Wie wir auch gerade Schuhe an. Genau. Ja, genau, im Kontrast zu den Teppichen hier dann am Bett, die schauen wir uns dann gleich nochmal an. Genau, sind Teppiche, aber wenn man in der Früh aufsteht. Genau, da hoffe ich, also kein Mensch geht hoffentlich mit Schuhen ins Bett. genau, hat man dann hier so kleine Felle noch als Akzent gesetzt und dass man natürlich immer, wenn man aufwacht, schöne warme Füße hat. Ja, das ist doch auf jeden Fall schön. So startet man gut in den Tag. Genau. Und wir schauen uns dann mal die anderen Zimmer hier an in dem Apartment. Ich freue mich.
So, jetzt gehen wir mal rüber ins andere Zimmer von Hazy Palms. Hier haben wir eine wunderschöne Tapete mit Flamingos. Auch hier bewusst gewählt, passend auch zu dem Sehr schön, an. Ja. Auch wieder hier so Sommer-Vibes. Erinnert an auch so ein bisschen an Urlaub, wenn man so Flamingos sieht. Auch hier wieder die Palmen aufgegriffen. Und kommt auf jeden Fall gut rüber, ja. Ja. Die Urlaubsstimmung kommt. Ja, so soll es ja auch sein, wenn man im Urlaub ist. Und auch hier die Flamingos in Rosatönen. Und auch der Teppich dann daraufhin. Ach, super schön. Ja. Also ich persönlich würde mich jetzt nicht trauen, glaube ich, diesen Teppich zu dieser Tapete zu kombinieren. Ja. Aber er passt farblich perfekt. Ja. Und ich glaube, man muss sich manchmal einfach nur ein paar Dinge trauen. Ja, und dann das ist absolut. Und auch hier halt ein Teppich auch wieder gewählt, auch eher flauschig, weil es so eine Sitz-Area ist. Um auch wieder ein bisschen mehr Gemütlichkeit reinzubekommen. Und hier haben wir einmal einen ganz klassischen Lounge-Sessel mit Lederelementen und dem gegenüber so einen Schaukelsessel in einem schönen Peach-Korallton. Passend zu den Flamingos. Ja, genau. Und auch wieder schön die Akzente mit den Lichtern. Genau, oder die Akzente wieder mit den Lichtern auch. Wieder auch anhand der Tapete aufgegriffen, ein bisschen schwarz, die Schnäbel der Flamingos sind etwas schwarz. Habe ich dann auch bewusst die Lampen in schwarz gewählt und auch natürlich hier auch ein bisschen verspielt, da einmal den Schirm und dann die anderen beiden Lampen, runde Formen wieder. Und ein kleiner Glastisch, der mir eben nicht so wuchtig wirkt. Ich finde, Glas macht immer einen Raum mehr offener und sieht ein bisschen schlichter aus, als wenn man da jetzt einen fetten Holztisch. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall viel luftiger, das wollte ich damit sagen. Und dann hier sieht man auch nochmal schön die Korallefarbe aufgegriffen. Genau, richtig. Hier auch wieder Koralle aufgegriffen. Wir haben hier eher einen kleinen Küchen-Essbereich. Da haben wir auch geguckt, dass wir nicht so schwere Materialien einsetzen. Ja. Also klar der Holztisch. Aber dann die Stühle eher transparent gehalten, dass es nicht so wuchtig aussieht und eher luftig. Und wurde sich dann hier bewusst gegen die Tapete hinterm Bett entschieden, weil es eher ein kleiner Raum ist? Genau, hier haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt mal ein bisschen anders. Die Wandteile, die Tapete hier eher im Sitz- und Lounge-Bereich und dafür dieses tolle Bild hinter dem Bett. Sehr schön. Ja, die Fläche ist schon ziemlich klein, wenn hier jetzt noch eine luftige Tapete wäre. Die Fläche tatsächlich sehr klein, das ist ein bisschen anders als im Mountain View. Da hatten wir die japanische Tapete und weiter verlief die ja in den Sitzbereich, die Tapete. Und hier haben wir wirklich in diesem kleinen Bereich, darum haben wir gesagt, okay, drehen wir es halt mal um und machen hier in dem Sitzbereich einfach die Wandtapete dahinter. Dann wirkt die auch viel schöner und kommt hervor. Das Bett hätte wahrscheinlich dann doch eher die Flamingos verdeckt und man hätte wenig gesehen. Ja, wahrscheinlich. Da muss man sich dann wirklich Gedanken drüber machen und bewussten Entscheidungen treffen. Genau. Genau. Jetzt gehen wir nochmal kurz in den Flurbereich rein. Hier ist nämlich auch nochmal eine schöne Tapete. Genau, wir haben immer im Flur auch noch eine Tapete. Mit der passenden Uhr. Genau, die passende Uhr noch dazu. Hier auch eher dunkle Farben, wirkt ein bisschen mystischer. Ja. Und verläuft in den nächsten Raum. Auch ein bisschen so dschungelmäßig. Genau. Auf dem Weg ins Schlafzimmer. Viele Blätter, wirkt sehr mystisch, dunkel. Ja. Sehr schön. Danke für deine Gestaltung und die Einrichtung. Danke auch.